Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Der Begriff Euthanasie stammt aus dem Altgriechischen und bedeutet so viel wie schöner Tod. Welch euphemistischer Begriff für das Grauen, das schätzungsweise 300.000 Menschen erlebten, die zu den ersten gehörten, die dem nationalsozialistischen Rassenwahn zum Opfer fielen. Die sogenannten Euthanasiemorde oder besser gesagt Eugenikmorde an Menschen mit körperlichen oder psychischen Erkrankungen sind bis heute längst nicht alle aufgeklärt. Diese besonders Schutzbedürftigen wurden von Ärztinnen und Ärzten als lebensunwert aus den Psychiatrien in sogenannte Pflegeheime überwiesen und von dort in Tötungsanstalten transportiert. Hamburger Initiativen haben herausgefunden, dass mindestens 4.700 der Opfer aus Hamburg kamen. Und dass der damalige Leiter der Psychiatrie am Universitätsklinikum, der noch bis 1965 in Amt und Würden war, maßgeblich an der Deportation dieser Kranken beteiligt war. Wie kann man mit so einer Bürde umgehen? Welches Gedenken ist angemessen? Und was hat das Personal medizinischer Kliniken aus der Vergangenheit gelernt? Fragen, die sich Wissenschaftler am Hamburger Universitätsklinikum stellen, aber nicht nur dort. Und wo in Veranstaltungen die Verantwortung für und das Gedenken an die Morde wachgehalten werden soll. Das ist auch den Angehörigen zu verdanken, die nicht locker gelassen haben, die Spur ihrer ermordeten Familienmitglieder zu verfolgen, wie Ursula Storost berichtet. Antje Kosemund ist 94 Jahre alt. Die lebhafte kleine Frau engagiert sich seit Jahrzehnten öffentlich dafür, dass die Verbrechen der Nazis nicht vergessen werden. In den letzten Jahrzehnten war das Thema Euthanasie das Hauptthema für mich. Als ich ziemlich spät erfahren habe, dass meine Schwester zu den ermordeten Kindern gehörte. Antje Kosemund hat in detektivischer Arbeit herausgefunden, dass ihre Schwester Irma, ein Kind mit verzögerter Entwicklung, 1933 mit gerade 3 Jahren in die evangelischen Alsterdorfer Anstalten eingewiesen worden war. 10 Jahre verbrachte sie dort, bis sie 1943 in eine Tötungsanstalt in Wien verlegt und dort ermordet wurde. Das damals zu Forschungszwecken entfernte Gehirn ihrer Schwester lagerte dort zusammen mit anderen Gehirnen bis 1996. Nach langen Auseinandersetzungen wurde die sogenannte Gehirnkammer aufgelöst. Die Überreste der Ermordeten konnten bestattet werden. Und das ist ja auch ein Skandal, dass man das den Angehörigen zumutet, selber nachzuforschen, was ist geschehen mit diesem Kind. Und dann noch gegen Schwierigkeiten, gegen Widerstand ankämpfen muss. Professor Philipp Osten leitet das Institut für Geschichte und Ethik der Medizin am Universitätsklinikum Eppendorf. Er hat dort ein medizinhistorisches Museum eingerichtet, in dem auch die Krankenmorde der Nazis dokumentiert sind und deren Vertuschung nach 1945. Ende der 60er Jahre gingen bei der Hamburger Staatsanwaltschaft Briefe eines Langzeitpatienten der Alsterdorfer Anstalten ein. Albert Huth hieß er. Und Huth beschuldigte darin den damaligen Leiter der Alsterdorfer Anstalten, also den Leiter in der Zeit des Nationalsozialismus, Friedrich Lentsch, Patientinnen und Patienten willentlich in eine Tötungsanstalt bei Wien verlegt zu haben. Dietrich Kuhlbrot, damals Oberstaatsanwalt in Hamburg, ging der Beschuldigung nach. Eher ungewöhnlich in der Bundesrepublik Ende der 60er Jahre. Mit großer Hartnäckigkeit forschte er nach den Akten, die laut Auskunft der Alsterdorfer Anstalten alle vernichtet waren. Als die vollständig erhaltenen Akten dann doch auftauchten, verfasste Kuhlbrot eine Anklageschrift. Er hatte nun Beweise, dass Pastor Friedrich Lentsch hunderte Schutzbefohlene in den Tod geschickt hatte. Der am Ende zwar angeklagt worden ist, aber aus nicht nachvollziehbaren Gründen als verhandlungsunfähig vom Verfahren ausgenommen wurde. Brisant ist auch die Geschichte des Psychiatrieprofessors Hans Bürger Prinz. Hans Bürger Prinz ist 1937 von den Nationalsozialisten nach Hamburg berufen worden zum Leiter der Universitätsklinik. Bürger Prinz sollte Patientenbetten abbauen. Sein Auftrag, so schreibt er 1971 freimütig in seiner Autobiografie, habe darin bestanden, Patienten zu durchmustern und die reinen Asylfälle zu verlegen. Und zwar in die damalige Pflegeanstalt Langenhorn. Wir wissen heute, dass von den Asylfällen, den sogenannten, die er nach Langenhorn transferieren ließ, 71% Anfang der 40er Jahre ermordet worden sind. Es waren schätzungsweise 1.400 Menschen, deren Tod Bürger Prinz so zu verantworten hatte, sagt Philipp Osten.
Die ersten Hamburger Patientinnen und Patienten, die ermordet worden sind, waren jüdische Patienten, die in Langenhorn gesammelt wurden. Und diese 135 Menschen sind nach Brandenburg in eine Tötungsanstalt gebracht worden und dort am selben Tag ihrer Ankunft noch mit Gas getötet worden. Der Arzt, der dort die Tötung mit Abgasen entwickelt hatte, sagt Philipp Osten, hieß Irmfried Eberl. Und der ging dann später in die Vernichtungslager im Osten und hat nach den Erfahrungen, die er mit dem Krankenmord gesammelt hatte, die industrielle Tötung in den Konzentrationslagern durchgeführt. Hans Bürger Prinz hatte nicht gemordet, er hatte nur Patienten verlegt. Bis zu seiner Emeritierung 1965 war er ein hochgeachteter Professor am Universitätsklinikum. Die Aufarbeitung im UKE selber ist natürlich auch durchaus blockiert worden, solange die Schülerinnen und Schüler von den Beteiligten noch dabei waren. Die Medizinerin Dr. Leonora Frank ist in der Ausbildung zur Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie am Hamburger Universitätsklinikum. Anhand der alten Aktenbestände erforscht sie auch die Psychiatriegeschichte des UKE. Ich habe mich da jetzt vor allem auf die Personen konzentriert, die die damals üblichen Schockbehandlungen bekommen haben, also Insulintherapie, Kardiazoltherapie und Elektrokrampftherapie, was zu Zeiten des Nationalsozialismus aufgekommen ist und sehr verbreitet war. Der vermeintliche Erfolg der äußerst schmerzhaften Krampftherapien, so Leonora Frank, entschied darüber, ob die Kranken in der Psychiatrie bleiben durften oder in den Tod geschickt wurden. Als ein Beispiel erzählt Leonora Frank die Geschichte einer Patientin, die wir hier Elfriede M. nennen. Sie kam als 18-Jährige in Begleitung ihrer Mutter in die psychiatrische Sprechstunde. Die Mutter erzählt, dass sie sich im letzten halben Jahr sehr verändert habe. Sie sei sehr zurückgezogen gewesen, habe den Eindruck gehabt, dass alle Leute sie meiden würden, weil sie komisch riechen würde. Man hätte manchmal komisch vor sich hergelacht. Die Mediziner diagnostizierten eine Psychose und behandelten Elfriede M. mit einer Krampftherapie. Und im weiteren Verlauf sehen die eine Besserung der Symptomatik der Patientin und lassen sie nach Hause. Und man denkt erst, ach, die Geschichte geht vielleicht ganz gut aus. Elfriede M. heiratete ein paar Monate später einen SS-Mann, bekam ein Kind. Kurz danach war sie wegen ähnlicher Symptome wieder stationär in der Psychiatrie. Ihr Kind wurde ihr weggenommen. Sie wurde mit Krampftherapien behandelt. Und wieder durfte sie nach Hause, um 1943 erneut in der Psychiatrie zu landen. Vor allem auf Betreiben ihres Schwiegervaters, sagt Leonora Frank. Der gab gegenüber den Ärzten den Berichterstatter. Mit was für einer Inbrunst dieser Schwiegervater betont, wie sie aneckt draußen und wie sie stört und wie wenig sie arbeitet. Und die Arbeitsfähigkeit war im Nationalsozialismus ein Hauptkriterium, zu entscheiden, ob jemand wertig ist oder nicht wertig. Und auch ein sehr wichtiges Kriterium für die Selektion in der sogenannten Euthanasie. Elfriede M. wurde daraufhin nach Langenhorn verlegt, von da in die Tötungsanstalt Hadamar. Dort wurde sie ermordet. Aus den erhaltenen Aktennotizen gewinnt man den Eindruck, sie ist aussortiert worden, weil sie ihr Umfeld gestört hat, sagt Leonora Frank. Die störenden Personen wurden eher aussortiert als die, die irgendwie als angenehm empfunden wurden, die irgendwie nett waren, deren Wesen einem näher ging. Also von den behandelnden Ärzten, aber auch pflegerisch. Man hatte schon manchmal den Eindruck, dass es da auch Sympathiepunkte gab. Ab Ende 1939 residierte in der Berliner Tiergartenstraße 4 die Zentrale für das Mordprogramm an behinderten und psychisch kranken Menschen, die Aktion T4. Damit hat sich Maike Rothzoll beschäftigt. Sie ist Professorin für Geschichte der Pharmazie und Medizin an der Universität Marburg. Man muss die Mordopfer in unseren Alltag holen, sagt sie. Also in 50er Jahren, wenn es überhaupt Gedenken gab, dann war das sehr allgemein den Opfern des Nationalsozialismus oder zum Gedenken 1939 bis 1945 oder so. Ne? Das macht man heute nicht mehr so, sondern ist eben eher mit Informationen verbunden. Und die Opfergeschichte ist wichtiger geworden. Die Opfergeschichten, so Maike Rothzoll, müssten detailliert erzählt werden. Vor allem an den Universitäten und in den Kliniken, wo diese Verbrechen begangen wurden.
Denn die Medizin hat auch heute das Potenzial, Macht auszuüben und Menschen zu missbrauchen. Da habe ich auch öfter festgestellt, dass die jüngeren Kollegen manchmal gar nicht so gut Bescheid wissen, was war eigentlich Psychiatriereform, wie lange ist es her, oder auch zum Nationalsozialismus manchmal noch nicht so gut informiert sind, wie das sein könnte. Derzeitiger Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie am Hamburger Universitätsklinikum ist Professor Jürgen Gallinat. Er weiß, dass die Unterteilung zwischen krank und gesund oft eine Gratwanderung an gesellschaftliche Normen gebunden ist. Das Nazi-Regime, sagt er, hat mit seinen furchtbaren Medizinverbrechen der gesamten Medizin eine schwere Bürde hinterlassen. Und übrigens auch zum Teil mit durchaus wissenschaftlichen Argumentationslinien, was auch nochmal zeigt, dass reine Wissenschaft, reine Sachargumente in Anführungszeichen manchmal auf einen ganz falschen oder sogar fatalen Weg führen können. Deswegen wurde auch immer argumentiert, Wissenschaft ohne Menschlichkeit ist keine gute Wissenschaft. Die 94-jährige Antje Kosemund ist eine der letzten, die noch aus eigener Anschauung über Willkür und Verbrechen im Nationalsozialismus erzählen können. Seit Jahrzehnten kämpft sie unermüdlich um restlose Aufklärung der Nazi-Verbrechen. Warum hat das 40 Jahre gedauert, bis die jüngeren Mediziner oder Historiker und Psychologen angefangen haben zu forschen? Das ist ganz einfach. Die Mörder haben gelebt. Und erst als sie dann nach und nach gestorben sind, da hat auch die Politik und die Medien sich der Sache angenommen. Die Bundesrepublik ist aufgebaut in der Politik, an den Universitäten, in den Medien. Das waren alles hochbelastete alte Nazis, die teilweise blutige Hände hatten.